Willkommen zurück. Und ja, da ist sofort jemand gestorben, als ich auf Play gedrückt habe. Das ist ja klasse. Gutes Omen für heute. ich will auf 40 wiederkommen und nicht wieder rumdümpeln auf unter 30. Also ich hoffe wirklich, wir fallen nicht mehr unter 30. Wir haben jetzt mittlerweile 10 Kinder. Und 5 Schüler, ja. Das wird ja wohl okay sein, ja. Wie gesagt, willkommen zurück zu Banished. Wir machen weiter. Immer noch mit derselben Aufgabe. Ich will auf 40 kommen, also. Im Endeffekt, Zeit hochdrehen, abwarten. Das ist momentan echt diese Devise. Was ist low? Firewood, ja, das war jetzt ja nur low, weil er das ja mal eingelagert hat. Der wird wohl keiner erfrieren. Wir haben wieder jemanden verloren. Wir fallen gleich wieder unter 30. Das ist immer noch schlechtes Omen für heute. Und Bilder brauchen wir nicht mehr. Da soll man ruhig hunten gehen. Es wird wahrscheinlich ganz oft Firewood low kommen, nicht wundern, das ist klar, weil alles, was nachgeliefert wird, sofort in die Haushalte verteilt wird oder auch von den Haushalten abgeholt wird. Und wir sind unter 30 gefallen. Okay. Ach, egal, komm, nur weil wir jetzt ein bisschen unter 30 fallen. Kein Grund, um zu jammern, das schaffen wir schon. Es ist traurig zu sehen, dass hier zwei Häuser leer stehen. Also, es liegt nicht an den Häusern, sondern einfach nur an der Anzahl von. Hier sind drei Häuser leer. Also, es liegt nicht an den Häusern. Absolut nicht. Das heißt, meine Kontrolle ist da nicht vorhanden. Ich muss einfach nur hoffen, dass die richtigen Pärchen zusammenfinden. Das ist das einzig Entscheidende. Mehr als das kann ich nicht tun. Die wichtigen Jobs sind immer noch alle verteilt. Wir haben jetzt sehr wenig Woodcutter gerade. Jemand Forester raus und hauen Woodcutter mehr rein. Das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. Ja, man kann so ein bisschen rechnen. Wenn man locker rechnen will, so für 20 Leute ein Woodcutter ist eigentlich ganz gut. Habe ich so den Eindruck. Vielleicht noch ein paar mehr. Aber 20 Leute sind ein guter Richtwert. So, Leute. Da ist jemand gestorben. Oh, das kann doch nicht sein. Das ist einfach nur Pech. Ich habe einfach nur Pech gerade wieder, ne? Cecile, die Jägerin, ist während der Geburt gestorben. Das ist natürlich super ätzend. Ich hoffe, das Kind lebt wenigstens. Das ist natürlich super doof. Was soll man sagen? Da ist jemand schon produktiv und dann sowas. Ja, wir können nur abwarten. Die Häuser sind leer. Häuser sind genug da. Wir müssen einfach genug Pärchen haben. Und darauf habe ich keinen Einfluss. Absolut nicht. Das ist etwas, worauf ich keinen Einfluss habe. Ich habe hier noch einen Woodcutter, ne? Ja. Da wird doch wieder ein Farmer raus. Da wurde wieder jemand erwachsen. Geh mal handen. Ja, jetzt heißt es, wie gesagt, abwarten. Jetzt sind wir 11 Kinder, okay, hey. Ich will nicht meckern. Ich frage mich, ob das halbe Herz gerade gesunken ist, weil jemand gestorben ist. Oder weil wir eine gewisse Bevölkerungsanzahl hatten, aber nee, keine Ahnung, ich nicht. Keine Ahnung, warum gerade ein halbes Herz weniger kurzzeitig hatten. Ich hätte eher gesagt, dass wegen dem halben Herz die Alte gestorben ist. Das hätte mir naheliegender gewesen, dass durch nicht optimale Health halt sowas passieren konnte. Oh, ist ein Haus besetzt worden. Das ist ein gutes Paar. Komm schon, wollte wohl eh jemand einziehen. 24 Jahre jung, weiblich, Gerald, sucht jemand. Let's go. Hühner haben wir mittlerweile massenweise, sich gerade 18 Stück. Hui, ich will die Hühner explodieren ja gerade. Nice, das ist gut. Das ist erfreulich. Jetzt wollen wir das Lahrungslevel 8000 hoch. Ach, wo es kann. Mal gucken, ob wir das auch erreichen. Ich denke fast schon. 12 Kinder, okay. Man sieht zumindest, es gibt Nachwuchs. Es ist nicht so, dass es keinen Nachwuchs geben würde. Aber
Aber es sind so viele Solo-Single-Haushälter hier. Immer noch Firewood, das ist klar. Ja. Legen wir uns zurück und warten ab. Viel mehr können wir gerade nicht tun. Kinder, naja, immerhin. Das ist natürlich immer noch alles mega suboptimal, weil mein, im optimalen Fall müsste man ja nicht mehr Kinder haben. Oder zumindest so viele Kinder wie Erwachsene. Aber das ist absolut nicht der Fall. Aber das liegt halt an diesen Haushälten halt, die einen wahnsinnig machen könnten. Diesen ganzen Single-Haushälten hier, die zu nichts führen. Das geht ja noch so hier. Wenn ich solche Singles sehe, denke ich mir, okay, warum wohnen die beiden nicht zusammen? Chalonda und Gideonte. Mir scheißegal, ob er oder sie gut oder schlecht aussieht. Ja? Ein Loch ist ein Loch, let's go. Kann ich nicht sagen, wieso ist das? Ich wollte gerade sagen, wenn ich solche jungen Leute sehe, denke ich mir, okay, zumindest ziehen die jemand zusammen, aber wenn ich sowas hier sehe, dann denke ich mir, die wird sich verarschen. Wirklich. Attending School. Attending mal lieber die Bedroom. Machen jetzt andere Schüler doch heutzutage, ne? Nicht mehr viel mit School. Dafür brauchen wir nichts. Zumindest mal Kohle, aber da brauchen wir nichts von. Ich dismisse den Händler einfach. Ja, das ist immer noch die Firewood-Scheiße, denke ich, ja. We don't care. Ja, Hühner sind jetzt wirklich eine Masse. Bald müssten wir mal anfangen können, die zu schlachten. Aber es ist wirklich so, umso mehr Hühner du hast, desto mehr... Ah, guck mal, ich kann auch ein... Ach, ich kann sogar eingrenzen, wie viele Hühner maximal gehalten werden, bevor geschlachtet wird. Das war jetzt auf 20 gestellt. Ich bin auf 23 hoch, aber wozu haben wir denn den Platz, ne? Wenn wir die nicht so früh schlachten, heißt es ja automatisch auch, dass die noch ein paar mehr Eier legen. Und sobald die 23 erreicht ist, werden die genauso schnell... geschlachtet, das ist ja egal. Hier ist nur Eier, sehr schön. Die sammeln sich auch an Chicken. Ah, nice. Also, keiner kann meckern in diesem Dorf, Leute. Wir haben eine gewisse Gesundheitsvorsorge, wir haben massenweise Auswahl an Nahrungsmitteln. Ist ja nicht mal einseitige Ernährung. Und diese Trottel und diese Trottellinie hier, ne? Die machen mich wahnsinnig. Ich hoffe, mit 14, 15 Jahren zieht sie bei dem Typen ein oder andersrum. Mir egal. Das kann ja so schwer nicht sein, oder? Momentan tanzen wir so bis um die 30 rum, ne? Das hilft uns aber auch nur bedingt. Wir müssen steigen. Aber es liegt nicht an den Häusern. Ich habe genug Häuser und ich sehe hier Leute, entweder leere Häuser unten rechts oder Leute, die als Single im besten Jahren alleine leben. Die beiden machen mich immer noch wahnsinnig. Gideonte und Chalondra. Ich hoffe, die beiden ziehen zusammen. Ist einfach nur lächerlich. Das ist ein bisschen lächerlich, finde ich auch, ne? Also, jetzt mal ist Realismus hin und her gestellt, aber hier wäre es einfach gut, wenn das Spiel einfach die zusammenpacken würde, weil das ist ja wirklich affig. Dass wir so ein bisschen immer schwanken, dass es dann nicht immer alles vorhersehbar ist und nicht immer alles strukturiert ist, finde ich ja eigentlich ganz gut. Aber das ist halt schon echt, wo ich mir denke, mein Gott, Leute.
Also tanze ich jetzt gerade um die Zahlen rum und ich werde dann niemals steigen. Wie denn auch? Denn wie ist die Häuser alle besetzt? Mittlerweile. Nein. Also wir können nicht mal behaupten, dass das das Problem wäre, denn die Häuser sind immer noch unbesetzt. Das macht es eigentlich noch schlimmer. Damit habe ich wirklich keine Kontrolle. Also wenn jetzt alle Häuser dicht wären, könnte ich auch noch neue Häuser bauen. Aber wenn die Häuser leer sind, dann brauche ich keine neuen Häuser zu bauen. Wir haben alles. Wir haben Nahrung, Holz. Die Werte stimmen auch meines Erachtens nach. Völlig im grünen Bereich. Es liegt an euch, Menschen dieses Dorfes. Reproduziert euch. Fleißig. An gewissen Punkt muss das Spiel auch mit 10-facher Geschwindigkeit spielen, sonst wartest du Jahrhunderte, bis irgendwas passiert. Ich meine, man kann mit Sicherheit auch effizienter spielen. Irgendwie gibt es schon vielen da Tricks. Und dann ist das nicht so oft notwendig, aber hier gerade sehe ich keine andere Wahl. Ich muss halt einfach warten. Ich denke, dass es auch viel einmal so gegangen ist. Und dann ist ja auch nichts Verkehrtes. Ich brauche nicht konstanten Progress. Ich finde es auch okay, wenn es ein bisschen mal so bleibt. Ich bin ja zufrieden, wenn ich mir runterfallen. Das ist ja auch schon viel wert. Das kann ja nach oben gehen, möchte ich hoffen. Oh, 31, wir steigen wieder langsam. Und ich sehe immer noch genug Kinder. Also 14 Kinder, jetzt 13, 7 Schüler. Also man sieht Potenzial. Ich glaube, wir kommen wieder auf die 40 hoch. Und dann machen wir echt einen Umbau da unten. Und dann kommt wieder ein bisschen mehr Leben rein. Grüner. Jahre. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, ne? So ein Richtwert. Wie lange lebt das Dorf schon? Wie lange haben wir schon geschafft zu existieren? Wir wissen ja, auf diesem mysteriösen Planeten, den wir zu finden, sind Jahre offensichtlich länger als Menschenjahre. Das ist das schon viel wert. Aus der ersten Generation mit definitiver Sicherheit keiner mehr leben. Das ist schon länger vorbei, glaube ich. Das Essen geht auf 8000 hoch. Also wir sehen das Essen. Also Essen ist kein Problem. Überhaupt nicht. Leutchen. Der Händler ist da. Wir schauen schnell. Er hat Wolle. Ich habe kein Interesse an Wolle. Und der hat auch sonst... Doch, warte mal kurz. Halt. Wir werden mal kurz die Zeit runterdrehen. Ich will nämlich mal kurz gucken, was wir bei ihm ordern können. Wir könnten nämlich Steine bei ihm ordern. Und das wäre es tatsächlich absolut wert. Ich finde es sehr bedauerlich, dass er auch nur Firewood und Leather will. Das ist super ätzend. Aber ich wäre definitiv gewillt, Firewood und Leather gegen Steine zu tauschen. Weil wir werden definitiv noch mehr Steine brauchen. Ja, ich besteine immer Steine, die soll er immer mitbringen, weil Steine können wir auch immer gebrauchen. Ich wusste gar nicht, dass es auch Steel Tools gibt. Interessant. Mein Unvermögen. Es gibt also noch bessere Tools, aber wir sind effizient genug. Das ist nicht das Problem. Gut, dann bringen wir bitte nächstes Mal Steine mit, denn wir sind im Geschäft. Ich frage mich, ob es überhaupt Leute gibt, die Potatoes wollen. Ich hoffe immer, dass wir irgendwie so einen Bergarbeiter statt mal irgendwann am Angel haben, die nur Steine und sowas verkauft und Eisen und nichts zu essen hat. Da springe ich dann gerne als Essenslieferant ein, weil Essen ist nicht mein Problem. Es ist echt schade, dass dieses Spiel kein Multiplayer hat. Klar, ich verstehe es irgendwo, es ist darauf ausgelegt und es wäre wesentlich komplizierter, wenn man Multiplayer hätte. Aber es wäre cool. Es wäre wirklich cool. Es wäre sogar cool, wenn es zwei separate Karten wären. Und man sich einfach nur zwischendurch Handelsschiffe hin und her schicken würde. Aber das sind nur so typische Wünsche von Leuten, die gerne Multiplayer mögen, so wie ich. Gerade im Kooperativen oder einfach im gemeinsamen Bereich. Woodcutter wieder mehr.
Ja, aber die Kinderzahl steigt immer noch ziemlich gut. Also wir sind kindertechnisch, wenn wir jetzt Kinder, also Kleinkinder und Schüler zusammenrechnen, das steigt ganz gut. Und das, während das hier relativ gleichbleibend ist, das ist ein gutes Zeichen. Wir müssen einfach so sehen, alle, die jetzt 9 und 15 Jahre alt sind, sind potenzielle Eltern. Die natürlich teilweise auch noch, aber das können wir nicht sicher sein. Die sind alles potenzielle Eltern. Teilen wir die also durch 2. Machen sie dann mal 3. Das wäre der komplizierte Weg, das zu rechnen. Aber ja. Wir könnten auch einfach 50% addieren. Das würde genauso funktionieren. Also einmal durch. Nee, Quatsch, ja, einmal durch 2. Ja, die 50% davon nehmen, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel mit 23 hat keine gute Hälfte. Sagen wir 22, wenn das von 2 Männern zu viel sind. Heißt 22 plus 11 heißt 33. Also prinzipiell müssten da 33 Menschen draus werden. Plus die Leute, die vielleicht noch von den Erwachsenen geboren werden. Plus die Leute, die auch nicht so schnell sterben. Und dann kommen wir schon irgendwann wieder auf 40. Denke ich, das sollte wohl klappen. Die beiden Häuser sind auch immer noch unbewohnt da unten. Leider. Wir brauchen echt keine Nahrung. Mach lieber Woodcutten. Und Forester wieder. Oh, wir haben gerade keinen Herbalisten. Da müssen wir einen einstellen. Das ist sehr wichtig. Wir haben zwar noch genug Kräuter übrig, aber. Wir haben echt viele Kräuter übrig. Ich bin mir sicher, auch mal Kräuter gehandelt zu haben in diesem Spiel. Es gibt mit Sicherheit Leute, die auch die wollen. Bisher hatten wir da echt Pech, dass wir immer nur die Leute hatten, die Firewood und. Leather haben wollten. Die hätten auch andere Sachen genommen, aber die habe ich halt nicht da drin, ne? Chicken ist beliebt, wa? Ist nie viel von da und die Eggs auch nicht. Er wird gut gespeist. Choice Food in dieses Spiel. Komm schon, Spiel. Lass die Bevölkerung weiter steigen. 11 Schüler, schon eine schöne Sache. Die kommen euch alle nachgerückt. Und dann kann ich endlich diesen Marktplatz da bauen. Ich könnte ihn, wie gesagt, jetzt schon bauen, aber. Vielleicht mache ich es auch gleich. Ganz ehrlich, warum soll ich mich jetzt ewig kasteilen und warten? Warten wir auf 35, okay? Machen wir einen Kompromiss und warten auf 35 Erwachsene. Und dann baue ich um. Wir machen unten die neuen Felder, die wir eh kaum beackern brauchen und können. Oder gar nicht genug Leute haben, die wir füttern müssten oder Leute, die das heute bearbeiten könnten. Aber hey, es ist ja alles Zukunft. Es ist ja alles für die Zukunft. In den 3 Feldern, im 4. Feld, was mal noch übrig bleibt, brauchen wir wahrscheinlich auch nie wieder Felder zu machen. Zumindest lange Zeit nicht. 33, 11, 11, ja, ja, komm. Läuft doch. Ach, guck mal, das Haus hat mich eingezogen. Die sind beide sehr. Was ist eigentlich mit den beiden passiert? Er ist immer noch alleine und sie auch. Sie heißt mittlerweile anders. Also keine Ahnung, was mit der anderen passiert ist. Vielleicht ist die mit jemandem zusammengezogen. Das war nicht die hier, die hieß anders. Die hieß ähnlich, aber anders. Mal gucken, ob ich die noch finde. Interessiert mich ja mal. Er ist immer noch ein Dorf hier. Ja, ein einsamer Mann, wie immer ihr es nehmen wollt. Aber ich finde die andere Person. Ich war das eine von denen? Nee. Ich frage mich, ob manche Namen schon verschwinden. Aber ich sehe auch teilweise richtig alte Namen, wie Kimberchi zum Beispiel immer noch. Hier, da ist sie angezogen. Zusammen mit noch einem Mädchen. Ich hoffe, das ist dein Kind, was du einfach unehelich gezeugt hast. Damit mehr Kinder dabei rauskommen, nicht, dass du es geklaut hast. Dann mach lieber eigene. Na komm, er ist im besten Alter. Keine willigen Stuten. Die ist bestimmt willig, aber da kommt nichts mehr raus. Na komm.
Ich kann leider eh nicht verkuppeln hier, was soll's. 34, komm, einen noch und dann fange ich an, was zu tun. Dann reißen wir das Feldchen nieder. Da können wir auch mal eine Saison ohne erleben, wenn du mich fragst. Ich reise jetzt im Winter nieder, klar, wenn es geerntet ist, aber dann. Ich werde nicht direkt vor hier anmelden, sondern erst dann, wenn ich will. Oder brauche. Ja, bin ich auf 33 gefallen. Komm schon. Come on. 10 Schüler schon drin. Wie viel kann das Ding fassen? 20 oder 25? Keine Ahnung. Wahrscheinlich um den Dreh rum. Ich will dann auch keine neue Schule bauen. Bildung ist dann einfach ein Privileg. Und wer zuerst kommt, der lernt zuerst schreiben. Ne? Nicht mal zuerst, sondern der lernt zuerst schreiben. Und der Rest malt dann nur noch. Und kann dann nachher auf den Feldern arbeiten. Händler. Walnüsse und Pflaumen, kein Interesse, kannst nach Hause fahren. Der würde auch Essen tauschen, ne? Aber was, warum soll ich Essen gegen Essen tauschen? Ne? Um meinen Leuten mal was Nettes zu bieten? Das danken sie mir ja eh nicht. Er sitzt immer noch alleine hier. Und er auch. Die beiden, das ist die Junggesellenallee. Duo Woodley. Heißt er Duo Woody oder Duo. Ja, Duo Woody. Ich dachte erst Duo Woodle, aber er heißt Duo Woody. Wenn man Duo Woody heißt, hat man es auch sowieso schwer im Leben, glaube ich. Nichts gegen Duo Woodies, aber ich glaube auch nicht mal, dass es jemanden gibt, der Duo Woody heißt. Vor allem jemand, der das sich jemals hören wird. Noch unwahrscheinlicher. Iron is low? Ja. Kein Wunder. War es tatsächlich schon mal. Jetzt ist in dieser Reserve auch aufgebraucht worden. Ich könnte natürlich mal ein bisschen Iron wieder abholzen oder abbauen. Wir haben es erreicht. Ich gehe mal die Zeit ein bisschen runterdrehen. Wir haben es erreicht. 36 steht da oben. Ich korrekte mal ein bisschen das Iron, was hier noch rumfliegt. Ein bisschen wenigstens. Also ich habe 4 Leute übrig, weil ich lange nichts mehr gemacht habe hier. Gatherer. Forester gehen auch wieder voll. Dann können wir einen zum Fischen schicken. Der eine Fischermann war eh schon ziemlich alt. Der stirbt, glaube ich, eh bald. Und dann ist es soweit. Dann warten wir noch, bis das. Ja, gut, wir warten noch, bis das Feld abgeerntet ist. Und dann. Baue ich den Marktplatz hier endlich hin. Kapazitäten haben wir immer noch ausreichend. Sonst könnte ich immer noch was ins Lager legen. Ist ja also ins Trade-Lager. Das ist ja nie ein Problem. Das nächste Mal der Typ mit den Chickens kommt, ne? Ich hatte, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass ich keine Bestellung mehr will. Hoffentlich. Wenn ich doof war, habe ich ihm gesagt, weiterhin Chickens bringen. Aber da könnten wir zumindest mal ein anderes Tier anmelden. Ich hatte, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann Schafe. Das war das Höchste, was ich hier hatte. Kühe hatte ich, glaube ich, nie. Aber Schafe und Kühe können wir auch noch haben. Ich glaube, Kühe bringen dann auch nochmal Fleisch und Leder. Und Schafe bringen halt Wolle und Fleisch, ne? Ich schätze mal, Kühe bringen auch, keine Ahnung, Milch oder so, was weiß ich. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ob Schafe auch irgendwas bringen, weiß ich nicht. Könnten sie natürlich auch, aber. I don't know. So, das Ding ist abgeerntet. Dann fahren wir endlich wieder den Markt an. Erstmal reißen wir das Ding hier runter. Und das geht ziemlich schnell, wie man sieht. Und dann bauen wir endlich einen Marktplatz. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, den eng zu bauen oder nicht eng zu bauen. Aber ich baue ihn, glaube ich, lieber eng. Dann haben wir halt. Es ist so oder so asymmetrisch. Es ist egal, was ich mache. Es sieht immer scheiße aus. Also gut sieht sowieso nie aus. Also warum dann nicht bewusst extra asymmetrisch machen? Vielleicht wachsen hier noch ein paar Bäume da rechts. Ah, Moment. Wenn da Bäume wachsen, dann lieber so rum. Weil wir da generell weniger Bäume haben. Rechts ist der Wald. Ja, so machen wir das. Marktplatz. Hey, endlich. Ich werde mal die Felder hier angeben, was da wachsen soll. Ob die das schon machen, mal gucken. Wir machen hier Wheat wie geplant. In der Mitte bleiben wir bei den Potatoes. Ich weiß, wir haben noch Peppers, die machen wir noch nicht. Weil ich will Doppel-Wheat gerne machen.
damit wir auf jeden Fall genug Weed haben, von dem ich hoffe, dass wir damit Ale machen können, also Taverne öffnen können und dann Alkohol auch schenken können. Wir sind bei 39. Ui. Die Häuser sind alle besetzt jetzt, davon bin ich ausgegangen. Wir können also auch bald neue Häuser bauen. Warum nicht jetzt schon mal eine Planung geben? Wir sind wieder im Aufstieg, ich freue mich. Hat ein bisschen gedauert, aber hey. Wir wollen nicht meckern, wir sind geduldig. Wir bauen uns hier noch zwei Häuslein hin. Drei sogar eigentlich, ne? Ja, drei Häuslein sogar. Hier können wir auch noch eins hin. Ja. Bauen wir uns direkt vier Häuslein. Vier Häuslein, das ist doch wohl... Das ist genug. Jemand friert, wahrscheinlich, weil es zu Wald war. Und wir haben jetzt auch 40 Leute. Ich hätte den Markt jetzt also sowieso gebaut. Auch nach der anderen Regelung. Cool. Schön, 62 Members habe ich schon mal erreicht, die ich im LP-Mindest erreichen wollte. Nein, habe ich nicht. Ich habe extra gesagt, ich will dann schon 50 Erwachsene, habe ich glaube ich gesagt. 60 Erwachsene sind auch gut. Aber ich habe gesagt, 50 Erwachsene will ich mindestens haben. Das schaffen wir auf jeden Fall bald. In den nächsten zwei, drei Folgen vielleicht schon. Und dann auch ein Rathaus, ne? Aber das dauert noch. Also, ne, das sieht jetzt so aus, als wenn wir schnell steigen, aber ich glaube, das wird auch bald wieder gebremst werden. Wir brauchen erstmal einen Baumeister, sonst kann nichts gebaut werden. Nur mal zwei Bilder einstellen und der andere Typ kann... was kannst du denn mal machen? Wo hast du Lust zu? Du musst gerne Bauer werden? Ja dann, let's go. Cool. Cool, cool. Dann würde ich fast behaupten... Wenn die alles stehen, die ganzen Häuser, der Marktplatz auch, und ich da auch jemand reingestellt habe in den Marktplatz. Der Marktplatz ist, glaube ich, ähnlich gewesen wie der Trader. Ich glaube, da kannst du einen reinsetzen, der macht das. Ich glaube, wenn mehrere sitzen, ist es viel effizienter oder so, schneller, die Sachen. Aber ich glaube, nicht so wichtig. Ich hatte es, glaube ich, immer meistens nur einen da drauf zu haben. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Gut, Marktplatz, Häuser. Und dann bauen wir eine Taverne. Aber definitiv irgendwo hier hin. Ich will ja das hier unbedingt ein bisschen zentraler alles haben. Also möchte ich die Taverne auch... Wir können ja schon mal gucken, wo wir die Taverne hinbauen. Taverne, Taverne, Taverne. Wo bist du? Da. Taverne. Das ist ein bisschen blöd. Ich finde es ein bisschen blöd. Schon schade, dass die Schule so nah an der Kirche ist. Da habe ich den Friedhof noch dazwischen gebaut, aber ich will jetzt nicht die Taverne direkt in die Kirche bauen, weißt du? Irgendwie ist es ein bisschen weird. Vielleicht will ich es ein bisschen weiter weg. Hier vielleicht hin? So ein bisschen abseits von allem. Ja, komm. Das ist das erste Gebäude, was ich wieder auf die Höhe von dem von der ganz alten Lagerhalle baue. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß, ich baue es jetzt schon. Dann ist es halt so. Come on. Ein bisschen was schaffen heute. Warum nicht? Ich weiß, es geht noch tiefer in deren Territorium, aber das ist immer noch ausreichend okay. Ich sehe immer noch keinen Grund, die zu verschieben. Das machen wir noch nicht. Gut. Sehr, sehr cool. Hier ist nochmal ein Holz auf Lager. Stockpiles sollten eigentlich mal hier mit Holz voll, dann sind sie auch. Das hier sind noch extra Stockpiles, das ist schon okay. Stone ist low. Ja, Stone ist zu low. Wir können auch nichts mehr machen. Shit. Ich muss hier eine neue Steinquelle finden, die wir auch abbauen können. Da ist noch eine ziemlich große. Die ist zwar ein gutes Stück vom Dorf entfernt. Aber ganz ehrlich, Leute. Ja, okay, ich will es nicht übertreiben. So tief wollen sie halt. Wenn sie bis dahin rennen, erfrieren sie mir wahrscheinlich wirklich. Aber bis hierhin können sie laufen, das ist okay. Hier ist auch noch ziemlich viel Stein. Hier ist kein Stein mehr, ne? Ne. Da war ich schon sehr gründlich. Hier oben. Irgendwo. Ich glaube, da können sie noch rüberlaufen. Und dann müsste es wieder reichen. Schön zu sehen, dass die Häuser sich direkt füllen. Das heißt, es war eine gute Entscheidung, sie zu bauen. Early Spring. Mal gucken, ob die Bauern ob einigermaßen die Sachen ausgesät bekommen. Sie sind momentan extrem untermannt. Wobei, aussehen müssen sie eigentlich immer schaffen. Die Frage ist dann nur, halt, ob es rechtzeitig wächst oder halt, ob sie es auch rechtzeitig ernten können. Das ist dann die andere Frage. Das Eisen hier oben können wir auch noch abbauen. Das ist auch, sieht auch nicht schön aus und wir können es gebrauchen. Also für die Tools immer gut.
Hier ist auch noch sehr viel Eisen, nimmt das mal auch mit zwischendurch hier. So viel Eisen. Als hätten wir wenig Eisen, wir haben noch genug Eisen. Ah, da wachsen die ersten kleinen Weizenpflänzchen. Ja, wir haben schon zu wenig Steine für den Marktplatz. Und für die Tavern hätten wir es recht keine mehr gehabt. Daher würde ich auch behaupten, sind wir weit davon entfernt, Steinhäuser zu bauen. Wer sich das vielleicht fragt, ich glaube, da sind wir wirklich weit, weit von entfernt. Hier könnten wir auch noch ein Haus zwischenquetschen. Und ich quetsche gerne ein bisschen da, wo es noch irgendwie geht. Das ist halt so ein bisschen was Natürliches, finde ich. Komm, da machen wir noch eins hin. Das ist ein schöner Zeitungsboten- und Postbotenschreck, dieses Haus. Da wachsen die... Ach, Idiot, da sollten keine Potatoes hin. Ich hätte da Korn hinmachen müssen. Korn war ja vorne auf dem Fortenfeld. Ich gebe mal Korn an. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das jetzt zu Ende wachsen lassen, aber nächstes Mal pflanzen sie dann Korn. Der Marktplatz hat genug Ressourcen. Schön. Wir haben auch massenweise Leute. Es ist supi. Es läuft. Ah, ist das schön. Schön zu sehen. Der Laborer kann ruhig weiter als gezielter Laborer arbeiten. Wir haben gerade sehr viele Abbauaufträge gegeben. Der hat genug zu tun. Hier sind weiter Potatos am Start. Cool. Sehr schön. Ich habe mich gerade, ob vielleicht hier ein Lager gut wäre. Ich habe mir damals gedacht, ob ich hier ein Lager hinbaue. So eine Art Dreieck zu machen, aber ganz ehrlich, hier wird so viel Feldarbeit jetzt betrieben und das muss alles gelagert werden und dann auf dem Markt verkauft werden. Was viel ärgerlich ist, wäre jetzt die Sachen hier hochzutragen, damit auch hinzutragen. Ich glaube, ich baue hier ein Lager hin. Und ich glaube, ich finde das für einen Lagerort gar nicht so schlecht. Irgendwie macht das Sinn. Und ich baue es so. Ne? Ich könnte es auch hier dran bauen. Ja, ne, ich baue es. Ich baue es hier dran, kommen. Bleibt das hier wenigstens symmetrisch. Ein bisschen symmetrisch, okay. Cool. Dann brauchen wir auch sicherlich erstmal keine Storage Spans mehr. So ein Storage kriegen wir wahrscheinlich voll. Taverne ist auch Grundstein gelegt. Cool. Wir werden ja bereits Ende dieses Jahres das erste Weizen reinkriegen. Also könnte vom Teil mit der Taverne ganz gut stimmen, weil die wird auch wahrscheinlich Ende des Jahres gebaut werden. Der Marktplatz ist durch. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir jemanden einstellen. Dann werden wir Leute verloren, anstatt zu bekommen. Ich nehme mal einen Bilder schon mal raus. Und jetzt dafür den in den Marktplatz. Ja, Render collects and distributes goods at the marketplace, genau. Mehr tun die im Grunde nicht. Ich sehe gerade eine Kleinigkeit, die ich gerne noch ausbessern würde. Das ist ja so eine typische Mini-Kleinigkeit für mich, aber ich kann nicht anders. Ach nee, warte mal, wenn ich das mache... Jawohl, ich kann ja bis da machen, genau. Händler. Mal gucken. Ja, den mache ich nicht, aber den hier wenigstens, damit es irgendwie einen Weg gibt von da nach da, weil das komisch ist, wenn sie immer hier so rumlaufen. Chickens, ja, ich habe das gemacht, ne? Ja, ist, was ich befürchtet habe. Dann bring das nächste Mal noch ein bisschen mal Cattle mit. Oder Sheeps. Ich hole mir Sheeps. Ich meine, Leder kriege ich sowieso von den Jägern, also warum nicht Wolle? So, dismiss. Ich habe genug Chickens, sorry, dass ich das nicht beim ersten Mal richtig gemacht habe. Taverne steht bald. Das ist okay, alles so, da würde ich gar nichts ändern wollen. Dann haben wir eben immerhin das Etappenziel Markt und Taverne noch geschafft, obwohl es am Anfang etwas wenig passiert ist. Bin ich ja noch sehr zufrieden.
Ist die Taverne fertig dadurch? Die ist fertig. Hätte ich auch gerne einen Wirt. Labor brauchen wir gerade nicht so dringend. Wir holen uns einen Wirt. Wenn ich in meiner absoluten Blindheit da. Das ist ein Braumeister, okay. Er ist halt Braumeister und Wirt, ne? So, jetzt können wir auch so. Ah, er kann. Oh, aus verschiedensten Sachen kann er das machen. Aus Äpfeln, Beeren, Kirschen, Pfirsichen, Birnen, Pflaumen und unser Ziel, Wheat. Also, falls ihr mal eine Taverne plant und das selber mal spielt, dann wisst ihr jetzt, welche Art von Optionen ihr da habt. Ich wusste jetzt nur noch Wheat mit Sicherheit. Ich wusste auch andere Sachen gehen, aber Wheat wusste ich noch absolut sicher. Ja klar. Ein Weizenbier wird ja wohl möglich sein. Das wäre ja ein bisschen lächerlich, wenn nicht, ne? Das nächste, was ich tun würde, wäre, glaube ich, wirklich das Versetzen des Försters und des Jägers ein bisschen nach rechts, damit wir ein bisschen mehr Stadt hier bauen können. Ich würde gerne die Stadt ein bisschen. Ich würde die Stadt genau hier gerne ausbauen, an der Stelle. Da unten haben wir jetzt ziemlich dicht. Das ist der Bergschlussende aus. Ja, hier könnte man natürlich noch ein bisschen die Siedlung mit einer Straße erweitern. Hier natürlich nicht, hier ist der Berg. Aber hier ist ja noch recht gut Platz und ich würde gerne die Kirche ein bisschen mehr mit Wohnbereich umranden. Ja, wir haben einen Huhn zu viel. Schlachten. Los. Ja, es ist geschlachtet worden, okay. Sehr gut. Woodcutter, wir haben maximales Feuerwood. Das heißt, ich kann mir jetzt ein Feuerwood einlagern. Da. Wir gehen mal auf 1000 Feuerwood hoch. Klicke ich mal eben hoch, das ist kein Problem. Nein, 1020 ist nicht okay. Da tingeln meine Sinne. Das geht nicht. Das ist der gruselige Geisterbaum. Der ist entstanden durch die ganzen Seelen der toten Hühner. Die fahren da alle rein. Da fangen sie auch schon an. Nein, ist natürlich überall, aber dieser eine Baum war gerade so auffällig hier. Okay, gut. Läuft. Ey, Kinder sind immer noch genug da. Wir haben 40 Leute, das läuft super. Die neuen Häuser sind alle besetzt, glaube ich. Was echt super ist, ja, klasse. Okay. Wir haben schon das erste Ale geholt. 20 Ale hat schon gebraut. Da ist gerade Wheat eingelagert worden. Supi. Also die L-Produktion läuft auch. Also die Sterne sind jetzt auch voll. Wir haben jetzt Health und Sterne voll. Ein Hospital brauchen wir auch noch irgendwann. Wäre schön als Sicherheit, falls doch mal jemand eine Krankheit ausbricht. Da habe ich am meisten. Das ist doch schlimmer als ein Feuer, wenn ich in Deutschland Krankheit sterben. Wäre echt scheiße. Einer friert. Welcher Doli friert denn jetzt schon wieder? Er ist schon nach Hause, ne? Sehr gut. 17-jährig. Ja komm, du kannst noch ordentlich was, ne? Produzieren, also nicht sterben, ne? Du hast noch Produktionswert, Madame. Allzu weit können wir hier eh nicht hinbauen. Der Hügel, der wird uns eh blockieren. Also wir könnten die Siedlung eh nur bis hier ausweiten. Bis hier würde ich es doch gerne ausweiten. Also von dem Berg hier bis da wäre es cool, wenn wir hier überall noch ein bisschen Siedlung hinkriegen. Vielleicht wäre das ein cooler Ort für das Hospital später. Und darum herum halt viele Siedlungen und viele Häuser. Das finde ich ganz nice. Das fühlt sich ganz gut. Seht ihr schon, der Markt ist auch schon voll mit Waren. Das heißt natürlich, jetzt sind die Lager noch mehr entlastet. Das Lager ist fast voll. Leer. Wow. Für mich ist das Glas hier mal halb voll. Das Lager auch gar nicht genutzt. Also wir haben so viel Lagerfläche jetzt, wir brauchen nie wieder Lagerfläche zu bauen. Da kommt ein Händler. Der wird nicht interessant sein, glaube ich nicht, aber wir gucken mal. Doch, das ist schon der scharfe Händler, jetzt schon. Ich bin ein bisschen überfordert, weil ich habe gar nicht gerechnet, dass du so früh kommst. Mein Freund. Ich kann dir aber eigentlich gerade kein Feuerwood geben. Weil wenn ich dir jetzt ganz viel Feuerwood gebe, habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich keins mehr für den Winter. Okay, ich hole mir jetzt zwei Schafe. Schafe brauchen noch länger, bis sie sich fortpflanzen. Aber wenn wir schon mal zwei haben, haben wir schon mal zwei. Ne? Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. So, wenn ich jetzt 100 Leder eingebe, dann haben wir wie viel? 1000, gut. Das heißt, wir geben einfach 1050 ein. Dann müssen wir kein Feuerholz ausgeben. Train. Wir haben Schafe. Cool. So, ich ordere jetzt von ihm nichts mehr.
Also, never, so, wenn du was mitbringen willst, kannst du es ruhig tun. Wir sind durch, mein Freund. Erstmal. Kein Interesse an Kühen gerade. Die sind hier heilig, also die schlachten wir nicht. So, wir haben jetzt zwei Schafe. Ich muss jetzt mal ein Gehege für die anrichten. Ich habe kurz mit der Zeit ein bisschen drunter. Ich habe Angst, dass die wieder sterben, die Schafe. Das tun sie so schnell nicht, aber... Wo bauen wir das denn jetzt hin, das Schafsfeld? Vielleicht hier, neben den Bahnen? Wäre nicht undenkbar, ne? Das würde mir ganz gut gefallen. Ich würde gerne nicht alles da oben hinklatschen mit den Tieren. Also warum nicht auch hier ein paar Tiere hin? Ich würde gerne erstmal neben den Bahnen ein bisschen Stockpile haben, weil für mich braucht so ein Ding auch so ein bisschen Stockpile. Nicht viel, das muss nur ein bisschen... So, es reicht völlig aus. Und dann einfach neben den Stockpile das Schafsgehege. Nicht zu groß. Ich habe jetzt nicht vor, 1000 Schafe zu haben. Aber halt, dass sie schon mal leben können, sich vielleicht fortpflanzen können, etc. pp. Ruhig bis zur Feldangrenzung. Ich will das schon ein bisschen größer bauen. Zu klein soll es ja auch nicht werden, ne? 9x9 reicht mir erstmal. Reicht mir tatsächlich erstmal. Dann ziehen wir natürlich noch den Weg entsprechend da lang. Ja, bis hier. Gut. Cool. Schafe, wer hätte es gedacht? Cool. So früh. Über 40 Leute, 41. Und immer noch Nachwuchs. Sehr erfolgreich heute. 59 L, ja. Die Leute können gar nicht so schnell saufen, wie er braut. Ist doch schön. Die müsst ihr wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Die hatten ja noch nie Alkohol. So wie ich sozusagen, der absolut gar keinen Alkohol trinkt, aber das muss ja jeder selbst wissen. Okay, dann lass uns jetzt mal die beiden abreißen. Mich regt ein bisschen der Stockpile auf, dass wir den auflösen müssen. Aber ich hoffe mal, dass sie die ganzen Sachen vom Stockpile entsprechend auf andere Stockpiles verteilen. Sonst werde ich echt traurig. Das hier zu verlieren wäre böse. Das wäre recht viel Steine auch, die ich verlieren würde und ein bisschen Eisen. Gerade die Steine würden mich stören. Ich hoffe, man kann Stockpiles löschen. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich mache mal alle möglichen Remove-Arten. Es wäre sehr ärgerlich, wenn das Stockpile nicht weggehen würde. Ich hoffe, Stockpiles kann man abbauen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie, ich habe in diesem ganzen Spiel, mir fällt gerade auf, noch nie einen Stockpile entfernt. Noch nie. Aber Stockpiles kann man auch nicht bebauen. Ne. Dann müssten sie auch abreißen können. Ah, hier siehst du, Structures being demolished. Okay. Und es dauert, weil sie erst mit dem Storage runterziehen wollen. Sehr schön. Danke. Gute Bewohner. Sehr gut. Ich warte, bis das Ding abgebaut ist. Und erst dann mache ich da die beiden weg und baue die neu hin. Ich will jetzt nicht zu viel aufhalten auf einmal. Wir haben auch noch Laborer, ne? Zwei Stück. Das ist okay. So gut, dass wir die haben. Ich glaube, dafür brauchen wir echt Laborer, weil das ist viel Arbeit. Guck mal, auf dem Stockpile ist schon ein bisschen was angesammelt, das ist doch auch fein. In der Scheune ist immer noch gar nichts. Ich schätze, das meiste wird halt direkt hier hingebracht oder halt auf dem Markt, ne? Aber vielleicht wird die Wolle immer dahin gebracht, who knows. Prinzipiell werden auch solche Orte eher was für Steinbrüche, falls ich mal einen haben muss. Die Steine habe ich schon in Auftrag gegeben, ja, die dauern auch noch. Walnüsschen. Ich brauche halt kein Essen mehr. Klar könnte ich jetzt noch eine andere Baumfrucht irgendwo hinsetzen, nachdem ich eine gekauft habe oder gehandelt habe. Aber wozu? Wozu? Wir haben mehr als genug. Essen haben wir wirklich en masse. Wir sind wieder ein bisschen gesunken hier. Ja, cool, aber ich habe ja auch nicht die volle Anzahl von Bauern. Wir könnten noch so viel mehr sammeln, wenn wir wollten. Fischen könnten wir auch viel mehr. Sind auch genug Plätze frei. Dauert ein bisschen hier, ne? Aber ich bin nur auf, zeittechnisch auf 5 auf 10. Ja, auf 4 auf 2 meine ich. Ja. Erstmal alles Falsche sagen, bevor man die richtige Zahl sagt. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern.
Jetzt fangen sie an. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass sie dein Grundstück abgenommen haben. Ich hoffe, diesen. Ich weiß, dass sie so doof sind, aber es wäre echt doof, wenn die jetzt so blöd wären und da einfach neue Sachen drauf klatschen würden. Weißt du, die einen bauen das ab und jetzt, wenn sie wiederkommen, ist hier was Neues da drauf. Aber das passiert nicht. Wenn das removed wird, dann wird es für die, wird, ist das nicht mehr wahrgenommen als mögliche Sammelstelle. Man könnte auch, das habe ich zum Beispiel mal in einem Dorf gemacht, man könnte jetzt auch hier eine Brücke bauen und den Steinbruch dann hierhin machen. Aber ich finde das schade, diesen Ort so wegzuschmeißen, weil ich glaube, ich könnte man echt cool eine Erweiterung des Dorfes bauen. Wenn man mal hier, wenn ich das hier alles gebaut habe, was ich bauen will, dieser Bereich, den ich hier noch bauen will, dann habe ich hier nicht mehr viel Platz. Das wäre dann cooler, hier was zu bauen. Na, es geht voran. Das ist wirklich ein Job, den fast nur Laborer machen. Da muss man schon echt Laborer für haben. Da haben wir auch gerade einige von. Vier Stück. Der Bilder, was macht der? Straßen, ne? Ne, der passt die hier. Das Gehege ist noch nicht fertig, okay. Straßen hat schon alle gebaut, aber das Gehege noch nicht. Ich habe hier eine Steinstraße. Oh, Alter, wirklich ein Torf, ey. Natürlich denkt ihr jetzt, jetzt hast du doch schon eine Steinstraße, dann lass sie doch einfach da. Nein, weil es scheiße aussieht. Es sieht einfach scheiße aus. Ich glaube, ich muss die erst abreißen, damit man neu bauen kann. Was für eine Steinverschwendung das war. Aber ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht mit ansehen. Wenn ich Steinwege bauen würde, dann hier, im Mittelbereich. Das wäre ganz cool. Aber da oben ist ja Blödsinn. Hier, guck mal. Ha, das habe ich so gehofft, ne? Dass hier Bäume wachsen. Das wird so viel besser aussehen, wenn hier ein paar Bäume wachsen. Wenn erst ein paar gewachsen sind, dann mache ich vielleicht nochmal extra noch eine Straße um den Marktplatz rum. Aber so ein bisschen Straße, also ein bisschen Bäume zu haben, wäre cool. Komm, reiß das Ding da endlich ab. Wir brauchen keinen Bilder mehr. Wir brauchen viel mehr Farmer. Wir haben gerade massenweise Laborer, sind zu viele, ehrlich gesagt. Ich bring mal 10 Farmer aufs Feld. Ich bring mal einen Vendor mehr rein. Weiß ich nicht, irgendwie habe ich, finde ich die Vorstellung, dass jemand da das alles alleine machen muss, bedrängend. Okay. Ich bin ja fast schon bei 50. Läuft wirklich. Also, nice. Ich bin einfach begeistert. Schön. Schafe, hier rein. Nicht vergessen. Das muss ich noch an, dass ich es auch noch klicken muss. Und da brauchen wir auch einen neuen Herder. Der Herder ist ein bisschen Verschwendung da jetzt, weil man könnte das Gehege größer bauen. Aber es reicht mir und es ist okay. Hauptsache, wir haben da jemanden. Und wenn wir nur ein kleines Gehege haben, dann können wir auch schneller schlachten. Und, ja, oder, ja, Scheren, gut. Das kriegt natürlich weniger Wolle, denke ich mal, weil mehr Schafe würde definitiv mehr Wolle bedeuten. Aber ich kann immer noch irgendwann ein größeres Gehege bauen und dann umziehen lassen. Ist ja auch eine Option. Der Chicken-Typ ist wieder da. Wir haben gerade echt Glück, dass immer der Typ mit den Tieren kommt. Auf der anderen Seite ist es kein Glück mehr, weil wir keine Tiere mehr brauchen. Ich will erstmal keinen Kettle annehmen. Ich bin mehr als zufrieden mit erstmal zwei verschiedenen Tierarten. Lassen Sie jetzt die beiden Schäfchen. Dann macht man noch ein paar kleine Schafe hinterher, ne? Dauert aber. Also bei Schafen, ich erinnere mich noch, bei anderen Tieren dauert das noch viel länger als bei Hühnern. Den habe ich schon weggeschickt, ne? Ja. Ja, wir haben wieder das maximale Limit an Nahrung erreicht. Also Nahrung ist echt kein Problem. Cool. Das Ding ist abgebaut worden. Okay. Dann werde ich mal kurz die Zeit ein bisschen langsamer machen und mich eben darum kümmern, dass die abgerissen werden, die beiden Gebäude. Wir kriegen, glaube ich, ein bisschen Ressourcen von den Gebäuden zurück, aber nicht viel. Also man sollte das sowas nicht ständig machen. Ich plane lieber dann nur vorher ein bisschen vor oder lasse die Sachen so stehen, wie sie sind. Jetzt haben wir 7 Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Aber das ist okay, wir bauen die gleich neu auf. Und solange können wir die aber erstmal umverteilen, weil sonst machen sie ja gar nichts. Forester. Da. So. Ihr könnt eigentlich als Bilder arbeiten. Dann könnt ihr nämlich auch nicht was zu tun kriegen von mir. Ja, Remove Structures habe ich ja schon gemacht. Gut, jetzt bauen wir die einfach. Wir bauen die einfach nur ein bisschen weiter nach rechts. Mehr ist es ja nicht. Die Straße kann ich ja schon mal hinsetzen, dann ist es leichter zu sehen. Ne? So. Muss gar nicht mal so weit sein.
Ich glaube, da reicht schon locker. Ja, locker. Ich will es ja nicht zu weit weg machen. Die Häuser, die nachher hier stehen werden, werden dann mögliche neue Wohnräume für Förster und Jäger sein. Und dann bauen wir die beiden mal hier auf. Das ist schon völlig ausreichend. Erstmal der Jäger. Ja, das ist okay. Das ist, man meint vielleicht jetzt ein bisschen zu wenig, aber das ist völlig in Ordnung. Fehlt noch einen mehr. Einfach nur for the measure. Sehr gut. Und dann einmal den Woodcutter, sag ich schon, den hier, Förster. Auf die andere Seite. So, neben dem Förster wieder ein kleiner Storage-Bereich. Stockpile. Das reicht locker aus. Und dann ist die Planung auch durch. Das erste Haus wurde schon abgerissen, das wird jetzt auch abgerissen. Cool. Immer noch Leute ohne Job, sind die Jäger ohne Job. Steht gleich sowieso rüber. Ach komm, bevor die Sachen nichts tun die ganze Zeit, können sie ja einfach beim Bauen mithelfen. Umso schneller ist der neue Arbeitsplatz gebaut. Wir sinken euch hier wirklich. Das Gefühl, wir sind wirklich gut festgefahren. Ich glaube, wenn jetzt Schlimmes passiert, bleiben wir über 40 und das ist schon echt cool. Die Zeit wieder hochdrehen, bis die Sachen fertig gebaut sind. Von Holz haben wir auch immer noch genug. Leder wird immer noch direkt eingelagert, momentan aber kein Jäger, aber es kommt schon wieder. Wir haben so viel Luxus, wir könnten sogar bald einen Tailor mal bauen. Ein Schneider könnte zumindest mit Wolle arbeiten bei uns bald. Nicht verkehrt, ne? Komm schon, Leute. Warum noch Steine kann. Ja gut, dann würde ich sie von hinten holen, weil ich habe sie noch markiert. Ich habe schon viele weggerissen. Die noch nicht? Sind die nicht markiert worden von mir? Tatsächlich nicht. Und das Eisen da auch gleich mit. Ja. Nicht die Bäume. Das ist unnötig. Man kann auch immer Remove All Resources machen, aber dann nehmen sie auch die Bäume mit. Das dauert dann unnötig lange. Bäume haben wir genug und wir haben ja auch Förster für sowas. Also. Unsinnig. Aber wir haben noch genug Steine, wie ich sehe. Wir haben immer noch 415 Steine. Das ganze Massenabbau, was ich hier gemacht habe, hat gewaltig geholfen. Ich schätze, Kohle braucht man. Ah, warte mal. Ah, ja, ich dachte es mir schon. Kohle braucht man, um Stahl. Stahl hier. Werkzeug zu bauen. Das beste Werkzeug zu bauen. Das ist es nicht wert. Also ganz ehrlich, erzähl mir keinen Mist. Klar sind sie noch effizienter, aber die sind doch jetzt schon super effizient. Und dafür extra ein Kohlebergwerk zu bauen, das super umständlich wäre. Ach, die schönen Felder hier. Die schön geworden. Bin sehr stolz drauf. Sehr stolz drauf, dass ich hier 4 Quadrate hingezogen habe. Es ist immer noch nur 2 Schafe, das dauert schon ziemlich lange, bis da mehr von meinen. Der Jäger steht schon wieder, das heißt, wir können wieder Jäger einstellen. Cool. Weniger Baumeister und ihr könnt direkt anfangen, wieder zu jagen. 7 Laborer, die können wir auch mal zusammen einverteilen. Ich gebe jetzt mal luxustechnisch dem Trader auch noch einen Freund, damit er nicht alleine arbeiten muss, weil er kann ja mit mehr Leuten arbeiten. Braucht er absolut nicht dabei. Machen wir den Herbalisten auch wieder voll. Einfach, weil wir es können. Essen haben wir immer noch genug, aber wir haben so viel übrig. Ich schicke mal wieder 2 zum Fischen. Und die anderen beiden lasse ich erstmal als Labor weiterarbeiten. Wir müssen gleich auch noch wieder Förster einstellen, wenn wir das Forsthaus fertig gebaut haben.
Da wurde schon wieder gut was zwischengelagert. Oh, sieh diese ganzen Steine an. Wundervoll. Also noch kann ich so ziemlich unser ganzes Dorf ein Bild kriegen. Aus der maximalen Fotoperspektive. Da unser Haftbereich, Förster 1, Förster 2, Gatherer, Felder, ganze Dorfbereich. Es geht noch gerade so. Wird auch immer weiterhin so gehen, weil ich ja nicht wirklich mehr plane, als hier zu bauen. Das müsste schon reichen, hier zu bauen. Wenn wir hier das Hospital setzen und die ganzen Häuser, die zusätzlich kommen. Der Headmaster, wir gucken kurz nach, was er hat. Chestnut Seeds. Könnte ich mir holen. Brauche ich die? Nein. Also. Nö. Fahr mal los. Die kommen oft genug. Ich bin zufrieden mit dem, was wir gehandelt haben. Sehr zufrieden. Wir sind über 50. Ich habe es geschafft. Mein erstes Ziel habe ich eigentlich erreicht. 50 Bewohner. Aber ich brauche ja noch das Rathaus und ich will natürlich noch ein bisschen mehr vorbauen. Wir bauen jetzt nicht das Rathaus und sagen, hm, ich habe es geschafft. Vor allem muss ich auch dauerhaft 50 halten. Wer weiß, ob ich das überhaupt schaffe. Jemand friert? Ja, der geht nach Hause, okay. Der Förster steht schon wieder, das heißt, ich kann einen neuen Förster, ich kann mehr Förster einstellen. Ich habe hier auch noch massenweise Labeler. Bilder brauche ich gerade keine. Förster sind hier. Dann könnten wir den Rest in Farmer stecken, zumindest 4 Stück. Was habe ich mit einer Person da? Fischer? Ne, ist auch, na, komm, noch ein Farmer, was soll's. Schön. Gut, also alles läuft. Ich muss, glaube ich, jetzt langsam auch wieder neue, mehr Häuser bauen, oder? Würde ich fast behaupten. So 1, 2 oder so. Expansion, wenn man sie nicht hat, dann haben wir nachher nur mit alten Leuten Häuser. Also besetzt, ne? Häuser besetzt mit alten Leuten. Wollte ich damit eigentlich noch sagen. Guck mal, wie weit wir die Kreise nach rechts verschoben haben durch dieses bisschen. Und hier ist der Hügel. Ich hab's nicht perfekt ausgemostet, ich hab einfach Glück gehabt. Der Hügel ist genau hier. Und weiter baue ich eh nicht. Perfekt. Es ist perfekt gelaufen. Weiter werden die nicht versetzt, das ist optimal. Gut, dann wollen wir nochmal anfangen zu planen. Naja, die Folge ist zwar fast vorbei, aber ich würde sagen, wir können auch ein bisschen planen. Ich würde gerne erst das Hospital bauen. Das hat ja wahrscheinlich die größte Größe. Ja, ist ein bisschen größer als der Rest. Aber ich muss ja auch gucken, dass ich da Häuser zwischensetzen kann. Ich will jetzt nicht sinnlos Platz wegschmeißen, indem ich jetzt einfach das Haus dahin, das Hospital dahin klatsche. Mein Gott, sprechen ist schwer. Also wir können auf jeden Fall die Dirt dort schon mal bis da legen. Ich fände es cool, wenn er einen Weg extra zum Hospital reinführen würde. Das würde mir, glaube ich, am besten gefallen. Das heißt, ich brauche ein Haus, was hier steht. Wo war der Hügel nochmal? Hier, ne? Ja. Dann machen wir da wirklich nur ein Haus hin. Ein Haus, dann ein bisschen Weg und dann das Hospital. Das müsste eigentlich passen. Ja, oder? Machen wir doch zwei Häuser. Ach komm, wir machen zwei Häuser. Was soll der da jetzt? Es wäre noch besser, wenn wir auch hier schon mal Häuser bauen. Also wir machen jetzt eine dicke Planung hier. Ich hoffe, wir lösen nicht das große Hungern 2.0 aus. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber ich baue jetzt mal direkt 4 Häuser hin, das sollte okay sein. Wo ist das Hospital? Ja. Ich sehe gerade nicht sehr viel wie in den Bäumen. Das gestaltet mir die Planung etwas schwerer natürlich. Ich glaube, so mache ich es. Das Hospital kann ruhig ein bisschen Platz fressen. Das ist ein schöner, besonderer Ort für uns. Das Hospital hat keinen Umkreis oder so ein Scheiß, ne? Den ich beachten muss. Nee, Gott sei Dank nicht. Ich baue es genau dahin. Es ist wieder ein bisschen im Einzugsbereich, glaube ich, von denen. Nee, noch nicht mal. Ach, super. Gut. Das heißt, wir planen das Hospital dahin. Ich brauche, glaube ich, einen Baumeister. Da habe ich gerade keinen von, ne? Ja. Ja, komm, wir haben genug Farmer. Zwei Baumeister bitte hier ran. Ich habe vielen Auftrag gegeben, meine Freunde. Klotzt bitte ran.
Jetzt habe ich wahrscheinlich das Pech, dass dieses lustige Hospital nicht exakt ungerade ist, ne? Von den Feldern. Bei meinem Glück. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, es ist ungerade. Danke, lieber Gott. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier machen wir den Weg hin. Bis zum Weg da vorne. Natürlich noch hier entlang. Le perfekt. Le wunderschön. Le. Lass uns mal hier die Folge beenden. Denn wir haben eigentlich gut was geschafft. Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Und nächstes Mal gucken wir uns dann an, dass wir das Hospital fertig gebaut bekommen. Dann sind wir auch gegen alle Sachen gefeit, würde ich behaupten. Schafe haben wir ein drittes. Das ist ein kleines Schaf. Es läuft. Klasse. Das haben wir verschoben, das heißt nächstes Mal mehr Häuser hier im Bereich, wo wir sehr viel Platz geschaffen haben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was haben wir denn noch zu tun? Mal ganz im Ernst, was hätten wir denn noch zu tun? Wenn wir jedes Gebäude einmal bauen wollten, das wäre ja auch so eine Idee, die man umsetzen kann. Was haben wir denn dann noch nicht? Den Stofftypen, genau, den Taylor. Den machen wir nächstes Mal noch, weil ich würde gerne die Schafswolle noch verarbeiten können. So, wir könnten, vielleicht baue ich auch irgendwann zum Spaß mal eine Mine oder eine Quarry, aber wenn, dann lieber eine Mine, weil, wie gesagt, das frisst halt Menschen, weil da laufen auch manchmal Menschen drin umkommen, das ist leider so. Und das war's, wir haben alles andere gebaut. Wir haben noch keine Steinhäuser gebaut. Und ein Boardinghaus haben wir auch nicht. Ein Boardinghaus wäre vielleicht auch noch eine Idee. Vielleicht in der Nähe des Krankenhauses mal sehen. Einfach nur, wenn man's hat. Und dann ist das Rathaus dran. Dann würde ich fast sagen, bin ich mit dem LP sehr zufrieden. Ich meine, ich will jetzt nicht ein Endlos, kann man ein Endlos machen, ne? Aber das ist ja nur nicht Sinn der Sache. Aber ich wollte möglichst viel zeigen und ich glaube, da bin ich ganz gut dabei. Gut, das Hospital steht schon im Grundrissen, das ist schön. Ich sag da schon mal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Banished. Bye, bye.